Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Terraria. Das dynamische Duo ist wieder da. Auf alle Fälle. Wir haben jetzt ein paar Sachen schon gemacht. Ich habe vor, mir ein bisschen Mana mehr zu bringen, also geben, damit ich dann ein bisschen mehr magische Waffen auch benutzen kann. So, da ist meine eine Seele des Lichts. Ja, ich bin kurz unten in der Höhle, um Seelen zu farmen, weil ich mache mir jetzt den Morgenstern. Ja, das ist so ein richtig fetter Morgenstern. Werdet ihr bestimmt nachher sehen. So, ich benutze jetzt... Wird nicht allzu lang dauern, weil ich habe... Ich habe schon einen Kampftrank getrunken. So, 200 Mana habe ich jetzt. Maximum, was man erreichen kann, so. Und dann nehme ich mir doch einfach mal die Waffe hier mit. Das Lasergewehr. Als zweite Schutzwaffe, da... Schusswaffe. Ja, mir fehlt nur noch eine Seele. Dann Alter, WTF, wie viel Mana verbraucht die? Na, 8 Schuss pro. Ach. Hatten wir nicht eine, die weniger Mana verbraucht? Nein. Doch. Die verbraucht 8 Mana, aber die eine andere hat mehr, die eine haben wir verkauft. Die eine hat doch, Stimmt, das war ihm wahrscheinlich genau die, ne? Ja, aber die hat weniger Schaden gemacht. Okay. Hä, ich habe noch eine Waffe, die macht mehr Schaden und verbraucht weniger Mana. So. Ich komme nach Hause. Gefällt mir. Ich komme mit 6 Leben gerade noch nach Hause. Dann würde ich sagen, ich würde gerne noch ein bisschen Wall of Flesh machen. Damit ich wieder ein Waldläufer-Emblem bekomme und ein Hexen-Emblem. 71 Schaden. Hat sich immer noch nicht ausgebreitet. Ich muss, glaube ich, muss wirklich jemand direkt daneben stehen, weil es kann ja nicht sein, dass sich das Gebiet nicht ausbreitet und das Erz nicht ausbreitet. Ne, ich geh mich nochmal schnell bei der Krankenschwester heilen. So, ich hab ja Kampfschrank an. Daher. Wir haben einen Maler in der Hölle. Muss so. Alter, fuck, hier sind 3 Teufel. Wow. 2 sind noch da, der andere ist abgehauen schon. Soll ich da jetzt hinrennen? War was? Nö. Alter, ich kann, Hase ist ich kann auch jetzt noch keine magische Waffen, kann ich jetzt noch nicht nehmen, groß. Da ich einfach viel zu wenig, also, naja, Alter, Mana, nicht zu wenig, Teufel aber... sind hier, sind immer noch alle 3 hier. 2 sind tot. Der dritte ist auch tot. Ich hab sie alle getötet. Du Monster. Und der eine hat irgendwas gedroppt. Unholy Trident. Alter, das ist eine Waffe für Felix. Echt? Gib mal her. 82 magischen Schaden. Gib mal her, Alter. Hast du? Intensiv. Sieh. Alter, hammer nice. Dämon! Toter Dämon! Na, solange, hoffentlich finden wir jetzt bald wieder eine Puppe. Ja, ich komme gleich wieder mit einem Kampftrank runter. Hat der Morgenstern gefällt mir. Der macht Schaden.
71. Plus 25% kritische Trefferchance. Das ist wirklich eine fette Waffe. Was? Dieser, na, der Dreizack. Achso. Dominik, du musst mal wieder in Richtung Teleporter kommen, weil sonst wirken die Kerzen nicht. Ja, ist sonst mir klar. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg. Alter, diese Teufel. Wie schnell die Wall of Flash jetzt wohl tot sein wird. Schnell, sehr schnell. Und ob man die überhaupt sehen wird? Mein Jetpack funktioniert nicht in der Lava. Nicht? Ich bin tot. Hatte ich eh vor, weil ich nach oben wollte. Natürlich. Aber für mich sind die Mana-Waffen im Moment noch ziemlich blöd, weil ich verbrauche einfach viel zu viel Mana. Und du kriegst zu wenig wieder. Warum haben wir Hasen in der Hölle? Das muss so. Sonst komm nach oben, dann machen wir jetzt die Vorbereitungen weiter. Ich guck mal, was wir noch alles aus glühendem Pilz herstellen können. Normale Haietränke, also aus... Also von kleinen zu von schwachen zu normale. Geil. Ich hab einen besseren Haken. Einen besseren? Ja, den kann ich zwar nur zweimal platzieren, aber der ist länger. Zeig mal. Was? Was ist denn den hier? Ich hab den mit einer Truhe getötet. Ach lol. Haben sie es verändert, dass du den nicht zweimal auswerfen kannst? Ach doch. Ja, den kann ich zweimal gleichzeitig auswerfen. Was? Ja, dafür kann ich hier so und den kann ich hier nicht. Heavy, also du kannst ihn nicht an zwei Orten gleichzeitig festhalten. Genau. Aber der ist viel geiler. Ja, finde ich auch. Geschäft. Die Vollpeitsche bringt nur 40 Silber. Der Dualhaken würde ja 4 Gold bringen, ne? Alter, nice. Geht doch. Ah, geil. Was denn? Ich habe gerade neue Kleidung angezogen, kannst du nachher gleich sehen. Ich möchte aber noch gucken, ob ich die gut irgendwie färben kann. Oh Gott, gefärbt sehen die ja scheiße aus. Hey, Leute. Achso, ja. Naja, aber so gesehen. Ich
kann mich trotzdem, wenn ich wohin, wenn ich wo dranhänge, kann ich trotzdem den zweiten halt auswerfen. Ohne dass er den ersten löst. Also der Dual-Haken ist geil. Ach du Scheiße, wie siehst du denn aus? Aber geil, ne? Was hast du jetzt für Flügel? Ja, das ist immer noch der Jetpack, er ist nur grün. So, jetzt mache ich, mach ich mir noch. Danke, ich kann meine Flügel ja auch färben. Mal gucken, was haben wir so an Farbstoffen? Blau, Violett, Violett 5-mal. Ach du Scheiße, sieht die Twin Mask scheiße aus. Alter, der sieht, ich sehe ja jetzt so geil aus. Ach Gott. Ja, ich. Die Piratenrüstung ist natürlich auch nice. Was? Ja, die Piratenrüstung war auch nice. Ich glaube, ich war halt die Piratenrüstung sogar eher. Ja? Den gibt man ja, den nehme ich das. Ja? Warte, kannst du. Ja. Nehmen. Ach, glaube jetzt soll ein Clownhosen sein. Ja, das sind Clowns-Klamotten. Ich lege erstmal Farbstoff weg, weil. Darfst du nicht färben, also das sieht scheiße aus. Jetzt muss ich nur gucken, welche Flügel dazu passen. Weil die Feenflügel, naja, es geht. Die Feuerflügel haben was. Ach, die geben ja nochmal 3% Schaden. Dann mache ich jetzt mit meinem Schwert 96 Schaden. So, ich mach mir jetzt mal eine richtig geile Frisur. Eine vertraute Frisur oder was? Nee, man kann seinen Haarstyle ja ändern bei der einen hier. Yay, Flossen, freudig. Water walking boots. Nimm ich mal mit. Den Silber. Mein Obsidian steht jetzt definitiv besser. Wo bist du gerade? Im Dschungel? Ja. So. Ich bin
Bist denn du da? Was? Bist denn du da? Ich hab mal... Ach so scheiße. Hey, ein Ölitäter. Töten, töten, töten. Er hat mich getötet. Was ist das? Ein Imitator. Das ist der, der die geilen Teile mal droppt. Ja, ich weiß, wer das ist. Ich weiß nur leider nicht, wo du warst. Gut, dafür weiß ich das. Hab ihn. Und was hat er gedroppt? Ein Kompass. Oh, können wir ja mit der Uhr da verbinden. Dafür brauchen wir aber noch ein Höhenmesser. Ein Tiefenmesser. Alter, Leute, du siehst geil aus. Ja, ne? Alter. Die Feuerflügel passt das doch, ne? Ich bin jetzt der Blackbeard voll. Ich kann dir ja gleich meine Haare ohne Hut zeigen. Voll den fetten Rauschebart habe ich jetzt. Rauschebart? Ja, Alter, guck dir mich mal, guck dir an. Okay. Alter, es gibt hammer viele Frisuren dort jetzt. Auch viele, die man zum Anfang gar nicht wählen konnte. Aber die kosten auch einiges. Ah, da wäre gut Geld haben. Ja. Soll ich dir ein paar Ebenen geben? Nee, du setzt die Ebenen und ich verteidige dich. Ich weiß ja aber nicht wie. Wo? Das war alles rein intuitiv. Ich hätte eine Idee, ich könnte jetzt einfach Ebene für Ebene hier bauen, dass man... Ja, du baust erstmal hier jetzt erstmal quer eine rüber. Kannst du mit irgendeinem Material die ganzen Seitenwände zu bauen? Dafür müsste ich aber kurz raus hier. Also müsste ich dich alleine komplett lassen. Einmal rüber. Na, hier. Nee, reicht schon. Hier etwa ist ja die Grenze des Raumes. So. Obwohl, ich habe ja ein bisschen Matsch bei. Wo denn die nächste? Die nächste denn hier so? Na, ja, geht. Wir haben ja alle Flügel und Haken. Das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal sich unten zu machen, ne? Mhm. Dann haben wir gleich keine Holzklappen mehr. Ich hab noch 60 Holz bei. Das ist ja eine. Ja, aber das waren jetzt das waren jetzt über 100, die ich jetzt verbraucht habe. Ja. Sonst weißt du. So. Schildkrötenpanzer. Eine. Nur noch zwei. Ja. Warte, ich hätte eine bessere Idee für die, Mauer hier, also für das Teil hier. Was ist hier denn? Weiß mal ab. Dass wir dann vielleicht, die ganz einfach hier ranbauen. Naja, man muss ja da drunter auch. Was? Und da. Muss ja hier auch zu sein. Und hier drunter, hier wo ich jetzt bin, auch. Ja. Also im Endeffekt kommt es auf Silvi hinaus. Ja, aber wir verbrauchen nicht so viele Holzklappen. So. Ja, okay, wenn das so haben willst. So, ich werf dir mal alle Holz. Warte, ich hab hier noch ein paar. So, gut. Die nächsten dann. Hier oben. Ich würde sagen, wir bauen denn hier aber auch alles so ab, dass wir hier wirklich einen schönen, geraden, regelmäßigen Raum haben. Da ist da die eine Insel. Muss noch weg. Und wir müssen noch sehen, dass wir trotzdem halt ein
Eingang haben. Boah. Bauen die mal hier, bauen wir hier da zu dem. Okay, so. So. Boah, hier. Oder so. Da unten ist noch ein Imitator. Titanhandschuh. Ja, gib mal her, vielleicht präzise. Ah ne, Titanhandschuh, dann ist ja nachher nur noch, dass ich eine Nahkampfwaffe drauf hab, ne? Das ist sowieso nur Nahkampfwaffe. Nein, ich meine jetzt, wenn man das. Man haut das doch nachher mit den anderen Teilen zusammen. Mit welcher Klaue, meinst du? Nein, und man für den nachher den ganz. Jetzt brauchen wir noch dieses komische Emblem. Ja. Und dann macht ja, man und, ja. Ja, dann ist nur noch Nahkampf. Deshalb. Hier oben müssen wir aber auch noch ausleuchten. Ja, ich nehme mir jetzt die Fackeln und leuchte aus. Gut, ich ziehe die Wände weiter. Ich habe keine Fackeln. Fällt mir gerade auf. Warte. Soll ich denn? Ja, leuchte du einfach aus. Okay. Weil ich habe fast 200. Okay. Also wir brauchen wahrscheinlich zwei Lagerfeuer. Wirklich nur. Naja, ich setz mal. Also bis hier oben würde ich machen. Ja, da müsste ein Lager. Nee, das lass mal bitte. Hä? Ach so, wegen Laterne. Ja, die Herzlaterne. Achso. Nee, weil ich hab. Weil du da auf beiden Seiten rumgebaut hast. Nee, das sah nur so aus. Willst, so. Hier ist noch ein Wasserbecken, was zugebaut werden muss. So, sonst haben wir das, geht das schon ziemlich hoch. Das müssen wir unbedingt hier noch einiges müssen wir umbauen. Wir brauchen unbedingt noch mehr Holzebenen. Mhm. Und weil ich auch noch gerne, ich würde gerne noch ein paar von diesen komischen neuen Teilen, die aus der Wand kommen, besiegen. Hä? Ach, ja, diese größeren. Genau. Wieso? Was droppen die denn? Die droppen doch die Uzis. Ach so. So bis wohin bauen wir die? Also wir bauen den bis hier oben in den Raum. Ja. Das wird die Obergrenze sein. Okay, gut. Ich werde erstmal hier überall Wasser zum Fluss. Kann man stoppen. Den Haken eigentlich auch umfärben? Hä? Nee, ah, nee, nee. Ja, stimmt, nee, der ist ja nicht bei Ausrüstung drin. Kratzer. Wäre auch irgendwie nice. Ein gefärbter Haken? Ja, hätte was. Oh. So, ich fange dann mal an hier, das was rechts ist, das werde ich komplett abbauen. Da ist ein Vier. Weißt du noch, früher wurde wirklich, wo das der einzige Haken war, den du, wo du nicht losgelassen hast, als du noch ein, als du neu setzen wolltest. Das waren noch Zeiten, ne? Schön. Ja, ich werde da mal unser Teil fluten, ne? Alter, das ganze Teil muss weg, Alter. Das ist nochmal ein Imitator. Der hat noch einen Dualhook. Was? Dualhook. Coole Sache.
Der liegt jetzt da immer noch. Kannst du dir holen? Ja, ich hole den jetzt mal. Schwer zu verfehlen ist auf einer der Ebenen. Der sieht außerdem viel geiler aus. Oh, wieso kommt denn das? Ach. Soll ich dir vielleicht auch ein paar Fackeln geben, dass du auch ausleuchten kannst? Nein, ich baue hier gerade ein bisschen ab. Der Dual-Hook ist auch größer. Also länger. Lass mal gleich da deine Wasserquelle, lass jetzt einfach mal runter. Die fließt nach ganz unten, da werde ich dir nachher gleich beilassen. Hey Dominik. Hier außen an Monstern rumläuft, ne? Können wir nachher ja mal lang gehen. Na, können wir machen. Alles abschlachten. Hast du wenigstens das Ding ein bisschen offen gelassen, wo wir raus müssen? Oder da eine Tür reingebaut oder irgendwie? Keine Sorge, ich habe einen magischen Spiegel, dann porte ich mich raus. Dann werden wir sehen, wo wir rein müssen. Wir müssen ja sowieso noch mal raus. Wieso? Ja, Holz, ne? So, dann würde ich sagen, schlachten wir doch mal alles ab, ne? Oder ich schlachte alles davon, du siehst zu. Ja, ich baue hier gerade und ich habe noch ein paar Ebenen gefunden. Also ein bisschen Holz für Ebenen gefunden. Die Schildkröte ist gesprungen und ist tot gelandet. Cool. Weil ich die mal mit einem Hieb getötet habe. Ne, mit einem oder zwei. Ja doch, mit einem Hieb ist es möglich. Dass ich töte. Ja gut. Ja, ich sehe einen zu mit Eingang, ne? Mhm. Ja. Ja, das noch besser ausgeleuchtet werden auf alle Fälle. Wo? Na hier, obwohl, die sind ziemlich am Rand geklatscht. Hier oben ist zwar schon ziemlich dunkel, da sind sau viele auf einen Haufen und dann ist es an einigen. Ja, hier war ja vorhin, hier haben wir ja eben erst ausgehoben. Ja. Deswegen ist hier noch nichts. Ich Paradiesvogel. Alter, deine Clownsrüstung, die sieht aber wirklich krass aus. Die hat was, finde ich. Vor allem in Verbindung mit den Flügeln. Irgendwann werde ich mir auch nochmal eine neue Rüstung holen, also irgendwas Neues. Ja, es war jetzt recht spontan.
gibt da, ich glaube, da gibt es noch ein paar Haufen geiler Sachen. Wie es aussehen muss, ey. Wie ich Fackeln setze. Ich habe übrigens hier. Waren das jetzt schon alle Fackeln? Nee, ich gerade sagen. Könnte auch noch keine fast 200 Fackeln gewesen sein, die ich hier platziert habe. Klar. Warum auch nicht? Oh, 100 sind jetzt schon auf jeden Fall. Sieht man aber auch. So, reicht das an Ausleuchtung? Ich hab Schildkröte. Ich denke aber, dass wir auch die etwas entfernteren, die sind ja alle recht nah, auch machen können. Was? Naja, die anderen, die hier sind, weil der andere muss ja nur, einer muss es ja nur aktivieren. Und, Stein der Weisen. Wenn wir dann sterben, kommt er ja zu uns. Oh, Stein der Weisen, das ist nicht schlecht. Ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge. Also dann erstmal. Tschüss. Tschüss.